und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange ist es her, dass ich wieder so vor der Kamera saß. Sehr ungewohnt ist es auch. Ich fühle mich ein bisschen awkward, weil ich noch gewohnt bin zu streamen und daraus Sachen hochzuladen. Aber heute mal ein Video zu Madeira. Ich bin jetzt fast genau ein Jahr auf Madeira. Ich bin Anfang Januar, ich glaube so der 8., 9. Januar ungefähr, nach Madeira gekommen und jetzt haben wir Dezember und ich verbringe jetzt gerade auch hier die letzten Tage, ja okay, Wochen. Wie lange bin ich noch in der Wohnung hier? Ich glaube noch so zwei Wochen jetzt in dieser Wohnung und ich dachte, es wird vielleicht mal Zeit für ein Madeira-Video. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Wie bin ich hierher gekommen? Wie habe ich das gemacht? Wieso? Weshalb? Warum? Wie lange bleibe ich noch hier? Und so weiter. Da waren auch immer noch so viele Fragen. Ich kriege so viele Fragen auch in den Streams immer noch dazu. Deswegen dachte ich, mache hier mal ein Video, in dem wir versuchen, alles mehr oder weniger zu klären. Ich habe mir hier kein Skript für gemacht. Das heißt, es kann sein, dass es ein bisschen durcheinander ist. Aber ich dachte, ich rede einfach mal drauf los. Wie kam es zu Madeira? Ist eigentlich jetzt, wie gesagt, fast genau ein Jahr her. Letztes Jahr Craft Attack 6. Ich war zum ersten Mal in einem Minecraft-Projekt, Craft Attack 6. Und da habe ich Noah und Colin kennengelernt. Ich habe so ein bisschen allein gestreamt und war die ganze Zeit so. Und dann meinten Noah und Colin so, hey, komm doch mal her. Und dann bin ich so zu den Discord gegangen, habe mich sehr gut verstanden. Colin ist durch Simon ins Projekt gekommen und war auch sehr gut mit Simon befreundet. Also sie haben sich auf jeden Fall gut gekannt. Und Simon ist in der Zeit dabei gewesen, nach Madeira auszuwandern, wie ja wahrscheinlich die meisten von euch wissen. Und dann kam es irgendwie dazu, dass die Jungs gesagt haben, ja, Simon meinte so, kommt doch mit. Und die Jungs waren so, okay. Und dann waren Noah und Colin, also Not Colin und Halbzwilling, hatten dann auch Bock auf die Insel zu kommen. Waren so, noch einmal für die WG wäre ganz cool. Dann war ich noch da, ich habe mit denen die ganze Zeit in dem Zeitraum halt mehr gechillt. Und die meinten dann so, hey Antonia, hast du eigentlich Bock, mit nach Madeira zu kommen? Das war kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Also das war jetzt so ziemlich genau die Zeit vor einem Jahr. Da war ich gerade in Mexiko bei meinem Onkel mit meiner Oma. Und dann meinte ich so zu meinem Onkel und zu meiner Oma, ja, ich gehe nach Madeira. Und die waren alle so, ja, ja, genau, du gehst nach Madeira. Ich hatte da gerade Abi fertig, also seit ein paar Monaten Abi fertig. Und ich hatte vor, ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Wahrscheinlich sowas Klischee, also nicht, dass es schlecht wäre, aber so klischeehaft Neuseeland oder sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich das nicht umgesetzt bekommen, weil es auch nicht so, dieses Work-and-Travel-Ding war auch nicht so 100% meins. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, für ein halbes Jahr nach Madeira zu kommen. Und dann meinte ich so, ja, ja, mach ich. Und die ganze Familie so, ja, ja, macht sie. Und dann plötzlich, literally eine Woche später, war ich dann auf Madeira. So, dann waren wir in der Dreier-WG, Colin, Noah und ich. In der Nähe, wo Simon auch wohnt. Ich habe damals noch nur gevloggt, nicht gestreamt. Die Jungs haben beide gestreamt. Und da bin ich dann auch zum Streaming gekommen. Also geplant war quasi ein halbes Jahr auf Madeira zu bleiben. Das war der Plan. Das halbe Jahr war dann ungefähr im Juni, Juli. Da wurde ich dann übrigens 19. Ich bin quasi mit 18 nach Madeira gegangen. Jetzt bin ich 19. Dann war da ungefähr ja, Juni, Juli, Mitte des Jahres halt irgendwann. Und dann habe ich gesagt, okay, WG-Leben nicht mehr so meins. Ist mir zu laut ein bisschen und ich möchte meinen Freiraum. Ich möchte alleine wohnen. Und habe mich dann dazu entschlossen, in die Wohnung hier zu ziehen. Also hier habe ich jetzt auch ein halbes Jahr lang gelebt. Mein Mietvertrag ging jetzt auch ein halbes Jahr. Und ich habe schon in der WG angefangen, mehr zu streamen. Damals noch daily auf YouTube. Da habe ich daily auf YouTube gestreamt, immer eine Stunde. Und dann habe ich angefangen, auf Twitch zu streamen. Und da muss ich sagen, das war auch die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin mega glücklich auf Twitch. Ich liebe die Plattform. Ich liebe es, da zu streamen. Macht mir mega, mega, mega Spaß. Und habe da drin, glaube ich, so wirklich meinen Traumberuf gefunden. Ich mache YouTube und Twitch auch hauptberuflich. Und das ist mein absoluter Traumberuf. Ich habe richtig gemerkt, ja, wie ich da aufgegangen bin, wie das halt voll mein Ding ist so. Deswegen an der Stelle auch nochmal ein fettes Danke an Simon und Sabine, die uns drei Lost-Leute mit auf die Insel genommen hätten, weil ich glaube, das heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich das Ganze hier nicht gemacht hätte, jetzt auch in Deutschland wäre, wäre ich safe call im Studium, wo ich mir unsicher gewesen wäre. Wahrscheinlich Immobilienmanagement hätte ich gemacht. Das ist ein cooles Studium so, aber safe wäre ich da überunglücklich in so einem Studium gegangen, wo ich absolut keinen Bock drauf gehabt hätte und so weiter. Also bin ich sehr froh, dass ich jetzt das hier machen kann, was ich hier mache und einfach nur liebe. Dann kurz zu Madeira. Madeira für mich absoluter Traum. Ich liebe das Wetter, ich liebe die Leute, ich fühle mich hier mega wohl. Immer wenn ich frei habe, fahre ich mit meinem Roller zum Strand. Ich habe hier einen Roller, fahre mit dem Roller zum Strand. Chill da und weiß einfach direkt, für was ich arbeite so und das ist halt einfach das Niceste, was es gibt. Ich liebe es einfach. Das heißt, ich werde für die Frage, wie lange ich auf Madeira bleibe, ich werde safe call auf Madeira bleiben. Die Wohnung hier, wie gesagt, geht bis zum 15. Dezember und ich gehe dann am 17. nach Deutschland wieder für ein paar Monate, denn ich habe ein neues Zuhause gefunden, da wo ich einziehen werde, geht aber erst Mitte Mai. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen Zeit überbrücken in Deutschland. Wahrscheinlich nicht bis Mai, weil es ist mir ein bisschen zu lange Deutschland. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hierher gehen, dann schon mal eine Wohnung nehmen für ein paar Monate und gucken, ob es dann irgendwie geht. Und werde dann Mitte Mai in meine neue Wohnung, in mein neues Haus ziehen, in dem ich dann auch lange leben werde, also länger. Ich habe auf jeden Fall vor, auf Madeira zu bleiben. Für einen längeren Zeitraum jetzt. Wie lange genau, weiß ich noch nicht, aber bestimmt ein paar Jahre. Meine Freunde besuchen mich hier und
es kann auch gut sein, dass nächstes Jahr ein paar von meinen Freunden hierher ziehen. Ich will jetzt auch nichts leaken, aber vielleicht kommt der ein oder andere ja mal mit. Auf jeden Fall zu Besuch werden auf jeden Fall einige kommen. Wir haben hier sehr oft Besuch, was sehr cool ist. Sehr viele Leute hier auch kennengelernt. Dadurch, dass sie eben die Insel besuchen und dann alle was zusammen machen, was sehr cool ist. Und dann generell eine Frage, die sehr oft aufkam, war auch, ist es nicht schwer, ist es nicht weird, ist es nicht voll kompliziert? Dazu kann ich sagen, dadurch, dass wir hier Leute hatten, Simon, Sabine und die hatten auch Leute, die uns geholfen hatten. Wir hatten zum Beispiel jemanden, die gute ist mit uns zu Strom aus der Gas anmelden, Steuernummer holen und so weiter. Das Ganze wurde hier alles abgeklärt mit jemandem, der uns geholfen hat. Wir haben hier quasi deutsche Leute, die uns geholfen haben, alles zu machen, was wir brauchen. Wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich mich da auch immer melden. Wenn ich irgendwie nicht weiß, wie was geht, kann ich mich dann melden, was sehr, sehr cool ist. Von daher ging das Auswandern. Wirklich, es ging Real Talk so einfach. Es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn ich alleine nach Leipzig oder so gezogen bin, als hierher. Also es ist wirklich, das Auswandern an sich war das Einfachste der ganzen Welt. Wäre wahrscheinlich nicht so, wenn wir in ein ganz anderes Land gewesen wären, also hingegangen wären, wo niemand wäre, der uns hätte helfen können. Aber hier nach Madeira war übelst easy. Ich muss nur noch Portugiesisch lernen. Das ist immer noch ein bisschen kacke. Ein Jahr hier und kann fast kein Portugiesisch. Da hat einfach die Zeit zu gefehlt. Aber sobald ich wieder auf Madeira bin, dann nächstes Jahr, da fange ich auch direkt dann an. Von daher war das auf jeden Fall auch sehr, sehr easy und ging sehr schnell. Viele haben sich auch gefragt, fühlt man sich nicht einsam auf der Insel? Ich meine, es ist eine Insel, Familie, Freunde. Was geht da ab? Ne? Ist es nicht ein bisschen weird so? Ist natürlich ein krasser Schritt gewesen, von zu Hause wohnen während dem Abi direkt alleine auszuwandern, ohne Familie, mit Fremden, mit Leuten, die ich damals 2 Wochen kannte. Ich kannte nur wahrscheinlich nicht mal 2 Wochen, einfach auszuwandern und dann in eine WG zu ziehen und dann allein zu wohnen. Das war schon ein großer Schritt, auf jeden Fall. Es hat mir an meiner Entwicklung krass geholfen. Ich stehe jetzt viel, viel, viel fester im Leben und ich habe das Gefühl, dafür, dass ich erst 19 bin, habe ich schon relativ viel alleine auf die Beine gestellt. So musste ich ja wohl oder übel, wenn jemand hier alleine wohnt. Ich bin ja auch die Jüngste hier auf der Insel. Also zum Thema Einsamkeit, uns besuchen so viele Leute. Also wir haben wirklich legit 2x im Monat oder so Besuch von irgendwelchen Leuten, die dann hier immer eine Woche sind. Und meine Familie hat mich auch schon mehrmals besucht. Ich gehe meine Familie auch ab und zu besuchen. Von daher geht das. Also ich vermisse auf jeden Fall meine Familie so ein bisschen, aber ich freue mich jetzt auch sehr, die bei Weihnachten wieder zu sehen. Ich bin ja bei Weihnachten in Deutschland, da freue ich mich sehr, die Leute wieder zu sehen. Freue mich aber auch wieder sehr auf Madeira. Ich fühle mich hier nämlich sehr wohl, falls das noch nicht so rüberkam. Ich finde es hier toll. Ja, für die Leute, die es interessiert, wie viele Leute wir inzwischen auf der Insel sind. Also alle, die bisher auf der Insel sind, sind eben, also ich erzähle jetzt mal die Streamer auch so. Simon, Sabine, Colin. Dann haben wir Orange Morange, Skiros, Ranzratte und seine Freundin, Lori, Tan und seine Freundin Kitty. Das war's. Jetzt zieht Anfang des Jahres noch Jona hierher und Tanzverbot. Also wir sind schon auf jeden Fall einige auf der Insel, ist schon eine ganz coole Gruppe, das ist schon sehr nice. Was ich halt hier sehr krass appreciate, was ich gerade auch sehr in der Winterzeit merke, weswegen ich wahrscheinlich auch wieder früher dann nach Madeira gehe. Wir haben jetzt hier 17.40 Uhr und es ist auch noch hell. Also wird hier halt erst so momentan um 17:45 ungefähr geht die Sonne langsam unter. Das heißt, um 6:30 ist es halt dunkel. Also wird es um 7, 8 hell. Das heißt, man hat hier halt ungefähr 10 Stunden hell. Während halt in Deutschland mir ein Kumpel letztens geschrieben hatte, lass mich eben schauen, da war es in Berlin um 15.52 Uhr Sonnenuntergang. Da bin ich 2 Stunden wach. Na gut, mehr als 2 Stunden wach, aber nicht so chillig. Von daher, das ist eine Sache, die ich hier sehr appreciate. Auch vom Wetter her ist so, ich könnte jetzt hier so rausgehen, tagsüber in T-Shirt, abends dann mit Pulli oder Jacke drüber. Und das finde ich halt sehr, sehr nice, weil diese Winterzeit, wenn es so sehr dunkel ist und so. Ganz kurz Klartext, jetzt mal kurze Real Talk. Einige von euch wissen es, die bei mir in den Streams so verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich es auf YouTube schon mal konkret angesprochen habe. Ich glaube, ich habe es auf YouTube noch nie angesprochen. Aber ich hatte während der Oberstufe, während der Schule, 2, 3 Jahre lang echt eine richtige Scheißzeit. Deswegen Madeira das Beste, was mir hier passieren konnte. Streaming, das wissen vielleicht noch einige Leute nicht, ich streame 5-mal die Woche auf Twitch. Montag, Mittwoch, Freitag ab 18 Uhr, Samstag, Sonntag ab 15 Uhr. Immer so 5-6 Stunden, also schaut da gern vorbei. Es ist momentan übelste mein Ding. Das heißt momentan schon länger, also ich mache das jetzt schon länger auf jeden Fall, aber ich glaube viele auf YouTube haben es echt doch noch nicht mitbekommen. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr Bock habt. Ich werde das auf jeden Fall noch länger weitermachen, so wie es ist. Ich werde auf jeden Fall für 2020 noch ein bisschen mehr Struktur in den Kanal kriegen, hoffentlich. In den hier und in den anderen YouTube-Kanal. Auf Twitch läuft es ja schon gut, da müssen wir noch die YouTube-Channels ein bisschen besser managen, aber das kriegen wir auch hin. Und dann wird 2020 nochmal ein richtig krasses Jahr. Und ich muss euch sagen, das ist das erste Jahr, wo ich mich wirklich aufs nächste Jahr richtig krass freue. Ich bin super hyped aufs nächste Jahr und ich bin der Meinung, dass es wirklich sehr, sehr cool wird. Reden wir nochmal ganz kurz über das Thema Steuern, weil das bestimmt auch viele Leute interessiert, weil viele Leute meinten ja immer, alle ziehen nach Madeira wegen den Steuern. Als ich hierher gezogen bin, habe ich vielleicht 400 Euro im Monat verdient mit YouTube.
höchstens so vielleicht 400 Euro, wenn es zusammenkam mit YouTube-Einnahmen von meinen Vlogs. Von daher bin ich nicht einmal der Reihe gezogen wegen den Steuern. Ist natürlich ein schöner Side-Effekt, den man jetzt hat. Beziehungsweise ob der schön ist, kann ich gleich was zu sagen. Ich bin definitiv nicht wegen den Steuern hergezogen, weil, wie gesagt, ich habe nichts verdient, als ich hergekommen bin. Das war halt einfach nur Zufall, dass die Jungs dann gefragt haben, ob ich hier Bock habe mitzukommen. Zu den Steuern kann ich euch aber auch nichts sagen. Ich zahle jährlich, also einmal im Jahr Steuern. Das heißt, dass ich Steuern zahle, ist dann erst irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, zahle ich dann zum ersten Mal Madeira Steuern. Und ob das so nice ist, kann ich euch nicht sagen. Also ich weiß es halt einfach nicht, wie viel Steuern ich zahle. Kein Plan. Ich gehe davon aus, dass es weniger ist als in Deutschland. Aber ob das so ist, kein Plan. Kann ich euch nicht sagen, werde ich dann sehen. Vielleicht können wir da auch nochmal ein Video zu machen. Wenn es euch interessiert, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ich dann zu dem Thema auch nochmal ein Video mache. Ich habe jetzt auch super lange schon gelabert hier. Ich glaube, es ist jetzt an der Stelle auch mal Schluss, genug gelabert. Und dann hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es war nicht ungewohnt, mich hier zu sehen. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Wie gesagt, 5-mal die Woche Streams. Würde mich sehr freuen. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.